So, von uns geht und herzlich willkommen. Ihr seid gelangweilt von dem Standard Minecraft Crosshair, von dem Standard Minecraft Fadenkreuz und wollt euch dann ein eigenes erstellen? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn ich zeige euch in dem Video, wie ihr das ganz einfach machen könnt. Let's go! Als erstes ist es vielleicht interessant zu wissen, dass das Fadenkreuz über das Texture Pack gesteuert wird. Und da stellt sich auch direkt die erste Frage. Wollt ihr euer neues Fadenkreuz in einem schon vorhandenen Texture Pack haben oder wollt ihr für das Fadenkreuz ein neues Texture Pack erstellen? Falls ihr schon ein Texture Pack habt, dann skippt einfach zu der Zeit, die ich hier einblende, dann könnt ihr den nächsten Teil überspringen, denn da laden wir jetzt einfach das Standard Texture Pack runter, beziehungsweise einfach irgendeins, aber ich mache es jetzt in dem Beispiel mit dem Standard Texture Pack. Um das zu tun, geht ihr jetzt in euren Lieblingsbrowser und gebt einfach ein Minecraft Default Texture Pack. Da werdet ihr die erste Seite sehen von texturepacks.com und geht da drauf. Da habt ihr die Default Texture Packs für alle Versionen aufgelistet und könnt euch ja das perfekte Texture Pack für eure Version aussuchen. Ich nehme jetzt hier einfach die neueste Version. Dann poppt ihr dieses Fenster auf und ihr sagt einfach, okay, ich möchte die Datei speichern. Dann speichern wir die einfach hier unter Downloads und schließen den Browser wieder. Jetzt gehen wir hier einfach in unsere Dateien, in den Ordner, wo wir das Texture Pack heruntergeladen haben und öffnen noch einen zweiten Ordner, und zwar den Ordner, wo im Endeffekt das Texture Pack natürlich hin soll, das heißt den Minecraft-Ordner. Falls ihr schon mal ein Video gesehen habt, wie ihr Optifine installiert, wisst ihr jetzt schon, was kommt, ansonsten erkläre ich es euch. Ihr drückt Windows-Taste, die mit diesen vier Vierecken unten, haltet die gedrückt und drückt dabei die Taste R. Dann poppt hier unten so ein Fenster auf. Falls es bei euch nicht funktioniert, klickt ihr hier unten einfach auf die Windows-Taste Rechtsklick und geht dann hier zu Run, oder auf Deutsch ist es Ausführen. Dann ploppt auch dieses Fenster hier auf. In diesem Fenster gebt ihr jetzt Folgendes ein. Ein Prozentzeichen, dann APP für App und dann DATA für Data, also die Dateien, die Apps speichern. In dem Fall natürlich jetzt Minecraft. Und dann macht ihr am Ende noch ein Prozentzeichen dazu und geht auf OK. Das öffnet jetzt ein zweites Fenster und ihr seht schon, wo wir hinwollen, und zwar zu Punkt Minecraft. Da sind alle Dateien von Minecraft gespeichert. Als nächstes scrollt ihr hier ein bisschen runter und seht hier Resource Packs. Da klickt ihr drauf und könnt jetzt einfach das Resource Pack, was ihr gerade eben heruntergeladen habt, hier reinziehen. So nehmen und dann einfach zack. Jetzt ist es hier. Jetzt schließt ihr das wieder. Und jetzt seht ihr schon, das ist eine .zip-Datei. Keine Sorge, vielleicht steht es bei euch auch nicht da, aber es wird auf jeden Fall so eine Datei sein. Da macht ihr jetzt einfach einmal Rechtsklick drauf und geht auf Alle extrahieren oder Extract All. Das ist einfach, die Datei ist zusammengepackt, dass die nicht so viel Speicher verbraucht, wenn ihr die runterladet. Deswegen packen wir die jetzt hier wieder aus, weil wir wollen ja mit der Datei was machen. Perfekt, endlich hat sich die Datei ausgepackt und wir können die .zip-Datei von mir aus auch wieder löschen. Ihr braucht es auch nicht löschen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt hier diese Datei. Und jetzt schalten auch die Leute wieder ein, die das mit einem vorhandenen Texture Pack machen wollen. Wir haben jetzt das Vanilla Default Plus Texture Pack runtergeladen, also einfach das Vanilla Texture Pack prinzipiell. Aber wenn ihr ein Standard Texture Pack oder ein anderes Texture Pack benutzt, dann werdet ihr das genauso machen. Also ihr öffnet die Datei von eurem Texture Pack, geht dann in den Folder Assets, als nächstes in Minecraft, und dann habt ihr hier verschiedene Ordner. Einer davon heißt Textures. Da sind die ganzen Texturen von Minecraft drin gespeichert. Und wir wollen ja quasi ein UI-Element, also ein User-Interface-Element bearbeiten. Deswegen gehen wir in GUI. In diesem Ordner findet ihr dann eine Datei, die heißt icons.png. Und die öffnet ihr einfach in einem Bildbearbeitungsprogramm eurer Wahl. Ich kann euch ein sehr gutes, kostenloses empfehlen. Also natürlich könnt ihr Paint von Windows benutzen für das Crosshair, da macht ihr ja nur ein paar Pixel anders. Aber ich werde jetzt in dem Video Paint.net benutzen. Das kann man sich auch ganz easy runterladen, kostet nichts. Einfach im Internet runterladen und habt ihr auf jeden Fall schon mal ein paar mehr Möglichkeiten mit so Farbverläufen und sowas auf jeden Fall. Das heißt, wir machen jetzt Rechtsklick, Open öffnen mit und dann das Programm eurer Wahl. Hier werde ich es jetzt, wie gesagt, mit Paint.net machen. Und ihr seht jetzt hier schon, da sind ganz viele Sachen drin. Einmal irgendwie Herzen, wie sie normal sind. Dann einmal, wenn ihr sie quasi verloren habt. Dann einmal irgendwelche Animationen von Herzen, eure XP-Leiste, euer Cooldown, Netzwerk, Qualität, Hungerleisten, Blubberblasen, was auch immer. Aber die Stelle, die wir suchen, ist ganz oben links, wie ihr es schon erkennen könnt. Und zwar das Crosshair. Und das ist in dieser Area hier. Alles, was hier drin ist, könnt ihr theoretisch in den Crosshair verwandeln. Das heißt, ihr könnt in dieser Stelle, in dieser Fläche, könnt ihr alles reinzeichnen. Alles, was drumherum ist, wird dann auf die anderen Texturen übertragen, wie auf das Herz. Deswegen am besten hier in dieser Ecke bleiben. Als Tipp kann ich euch geben, erstmal eine neue Ebene zu erstellen und dann einmal hier in der Mitte, irgendwie mit Rot oder so, den Mittelpunkt zu markieren, dass ihr immer wisst, wo die Mitte ist. Denn jetzt könnt ihr das hier, alles, was drumherum ist, einmal entfernen. Und dann können wir jetzt hier einfach mal versuchen, irgendwas drauf zu malen. Es muss jetzt ja nichts Dolles sein, sondern einfach hier am besten
So, ich glaube, das ist das mit Abstand goofigste Crosshair-Fadenkreuz, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber damit sehen wir auf jeden Fall, dass es sich geändert hat, wenn wir es gleich in Minecraft ausprobieren. Wenn ihr fertig mit der Datei seid, braucht ihr nichts weiter zu verändern, sondern ihr drückt einfach STRG S oder ihr könnt auch einfach hier oben auf Datei gehen, dann auf Speichern als oder ihr könnt es auch einfach direkt an demselben Ort speichern, aber ich mache es jetzt mal als Speichern als und dann wählt ihr hier einfach wieder icons.png und sagt, er soll die Datei überschreiben. Dann sagt er, okay, welche Qualitätsstufe wollt ihr, was soll da gemacht werden, ganz egal, einfach speichern und jetzt schließt ihr das wieder. Und seht, wenn ihr die Datei jetzt hier öffnet, dann ist da oben, da über mir sieht man es, das Custom Crosshair, das Fadenkreuz, was ihr gerade eben erstellt habt, drin. Jetzt braucht ihr nichts mehr zu machen, als alles zu schließen und es in Minecraft auszuprobieren. Hä, Tim, warum hast du was komplett anderes an? Ja, ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden und habe gemerkt, dass es den letzten Teil einfach nicht aufgenommen hat, weil ich die gottverdammte Aufnahme pausiert habe. Deswegen würde ich sagen, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ihr guckt das Video schon so lange, dann abonniert doch auch ganz ehrlich einfach den Kanal und abonniert auch meinen Twitch-Kanal, denn da werde ich demnächst ein bisschen streamen. Wenn ihr auch schon dabei seid, könnt ihr auch direkt der WhatsApp-Community, WhatsApp-Channel beitreten und vielleicht sogar meinem Twitter und meinem Instagram-Account folgen. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann würde ich sagen, checken wir jetzt das Fadenkreuz endlich in Minecraft aus. Let's go! Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier noch das Standard-Fadenkreuz drin. Natürlich müssen wir dafür als erstes das richtige Ressource-Pack wieder auswählen. Das machen wir unter Options Resource-Pack und ziehen es hier richtig rein. Auch wenn es für die ältere Version ist, ist egal. Und jetzt müssten wir sehen, dass unser Fadenkreuz genauso aussieht wie das, was wir oben gerade eben bearbeitet haben. Und tada, es sieht genauso aus. Wir können hier mal rüber zu dem schwarzen Block gehen, da sieht man es ein bisschen besser. Es ist genauso, wie wir es oben bearbeitet haben. Jetzt zeige ich euch aber noch einen Trick, was ihr noch ändern könnt. Und zwar drückt ihr einfach F3 und Escape. Wenn ihr nicht wisst, was das macht, guckt euch mein Video über die besten F3-Kombinationen an. Denn damit bekommt ihr einfach eure Maus wieder und das Spiel ist pausiert. Ihr könnt nämlich jetzt hier oben einfach Änderungen in der Datei machen, wie zum Beispiel, ich baue hier mal was Kleines, ein bisschen Farbe bringen wir noch rein und das wird jetzt hier ein richtiges Kunstwerk werden, vertraut mir. Und wenn wir jetzt hier die Datei einfach speichern und die unter demselben Ort quasi wieder abgespeichert wird, dann können wir in Minecraft einfach die Kombination F3 und T drücken. Damit werden nämlich alle Texturen neu geladen und ihr werdet sehen, dass unser neues Fadenkreuz live geupdatet wurde und ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Ja, es ist geisteskrank. Aber so könnt ihr auf jeden Fall euer Fadenkreuz in Minecraft ändern und wer mit sowas spielt, heilige, ach du Heilige, das ist ja wirklich ein Haufen Naja, jetzt wisst ihr aber auf jeden Fall, wie ihr euch einen Custom Crosshair in Minecraft machen könnt. Wenn es euch gefallen hat und ihr das Video hilfreich fandet, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.